Willkommen zurück zu einem brandneuen Part hier bei Lebendige Welt Staffel 3 bei Guild Wars. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind in der letzten Folge nach Episode 1, nach Kaers Begräbnis, sind wir nach Rotter Zoom, haben mit Time ein bisschen gequatscht und sind dann von Char-Freunden, ich glaube General Almora, genau, sie hat uns, glaube ich, mitgenommen auf dem Luftschiff, wo wir jetzt gerade stehen, und sind in die Blutsteinsumpf gekommen. Der liegt über der grasgrünen Schwelle und ist die erste Karte, eine kleine Karte. Wir haben sogar schon 28% mit insgesamt einer Wegmarke und 3 Sehenswürdigkeiten. Eine kleine Karte. Wir werden die Karte in der nächsten Folge dann erkunden und werden heute jetzt noch ein bisschen Story machen. Ist es so schlimm, wie es aussieht da unten? Gar nicht gut. Die vom weißen Mantel, die von der Explosion erwischt wurden, sind verrückt vor Gier nach magischer Energie. Sie raffen alles an sich, was sie finden können. Der weiße Mantel? Könnten die das getan haben? Aber weswegen? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ein missglücktes Experiment. Vielleicht sollte es ihnen allen Macht verleihen, ging aber schief. Wer es auch war, wir schulden ihnen Dank. Sonst hätte die Explosion Löwenstein erwischt. Und das haben sie ja gerade erst wieder aufgebaut. Oh ja. Ich würde mich mit Dank erstmal zurückhalten, bis wir ihr Motiv kennen. Da unten ist ein Einsatztrupp des Pakts. Sie haben bereits ein Lager aufgeschlagen und versuchen, in dem Gebiet Fuß zu fassen. Das höre ich gerne. Nun ja, es gibt nicht nur gute Nachrichten. Die Explosion hat noch andere Paktmitglieder erwischt. Genau das, was der Pakt nicht braucht. Noch mehr tote Soldaten. Sie sind nicht tot, aber durch Blutsteinmagie verdreht, wie die vom weißen Mantel. Das haben sie nicht verdient. Sie haben Frieden verdient. Ich verstehe. Wenn es andersrum wäre, würde ich dasselbe wollen. Danke, Kommandeur. Untersuchung fortzusetzen. Okay. Das haben wir dann auch geschafft. Was steht denn hier? Wer Magie sät, bringt mehr über die Aktivitäten des weißen Mantels in dem Gebiet in Erfahrung. Begebt euch zum Bug des Luftschiffs, wo der Empfang besser ist, um Timeys Nachricht zu empfangen. Okay. Timeline hat eine Nachricht für uns und ich finde, diese Karte sieht so, so cool aus. Dafür, dass sie eigentlich so klein ist. Bitte komm, könnt ihr mich hören, Kommandeur? Laut und deutlich, Timey. Endlich! Es gab massenhaft magische Interferenzen. War nicht leicht, eine ungestörte Verbindung mit euch zu kriegen. Also, wir haben uns ein paar Daten aus dem Explosionsgebiet angesehen und eins ist klar. Diejenigen, die sich im Explosionsradius befanden, die, überlebten, müssen Magie konsumieren, um weiterzuleben. Aber die Magie treibt sie auch immer weiter in den Wahnsinn. Okay. Das muss der Grund sein, warum ich sie Blutsteinscherben zusammenraffen sah. Dann müssen sie eine Möglichkeit haben, die Magie im Inneren zu ernten. Wie das wohl geht. Ich finde heraus, wohin sie die Scherben zum Ernten bringen und was sie benutzen. Kommen. Ihr meint wohl Kommandeur Ende. Schon gut, es braucht seine Zeit, bis man sich an das Kommunikationsprotokoll gewöhnt. Tiny Ende. Okay. Wir müssen jetzt herausfinden, was der weiße Mantel mit den Blutsteinfragmenten macht. Okay. Schauen wir mal nach, wo es uns hinführt. Auf jeden Fall hier in dieses Gebiet. Ah, okay. Tötet die Klerikerin des weißen Mantels, die uraltes Artefakt zu tragen scheint. Ah, da sind so Fragmente. Okay, und die darf ich jetzt auf sie werfen. Oder auch nicht. Wo rennt denn das Vieh hin? Spürt das Brennen! Okay, hat das jetzt geklappt?
Also zumindest ist hier irgendwas passiert. Ich weiß nicht genau, was es war, aber okay. Wir können sie auf jeden Fall jetzt angreifen. Mich bringt nichts. Okay, das hat funktioniert. Jetzt können wir nur eins tun. Es ausprobieren. Oh. Ihr solltet in der Lage sein, Blutsteinknoten und Fragmente zu finden, die von der Explosion verstreut wurden. Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt dieses Artefakt in unseren Besitz gemacht und ich... Ah, okay. Also irgendwo einfach mal hinporten und dann geht's weiter. Sprecht mit Truppenführer Bennett, um eure Nachricht fortzusetzen. Okay. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn man diese Staffel noch gar nicht gespielt hat, dass man da wahrscheinlich mal Blutstein abgebaut haben muss, damit es dann weitergeht, da ich das ja schon hab. Gibt es Neuigkeiten über diese Kreatur, die eure Speerin ins Lazarett gebracht hat? Wir haben endlich Nachricht aus dem Abtei-Hauptquartier bekommen. Nicht einfach, eine Taube lebend durch einen Magiesturm zu kriegen. Also ja. Die Beschreibung dieser Steinmänner entsprach einer uralten Waffe, die die Mossad und der Weiße Mantel vor dem Kraitanischen Bürgerkrieg verwendet haben. Man nennt sie Jade-Konstrukte und sie waren die wichtigsten Einheiten der Mossad. Schwebende Konstrukte? Klingt ein bisschen nach den Erhabenen. Das ist, weil sie uralte Magie aus einer ähnlichen Quelle nutzen. Wenigstens vermute ich das zurzeit, Puba. Hatte... Euer Rucksack euch gerade Puba genannt, Kommandeur? Lange Geschichte. Fahrt fort, Heimi. Es gab mal eine Zeit, ist ewig her, da teilten sich die Seher und die Mursad einen Haufen Informationen. Warum glaubt ihr wohl, sind sie alle so in der Schwebe? Und gibt es irgendetwas, das mich bei einem Kampf gegen diese Jade-Dinger am Leben hält? Wisst ihr noch, der magische Schutz, von dem ich euch erzählt habe? Sollte auch gegen die Jade-Konstrukte wirken. Das ging zurück auf die Seher-Forschung, die Zinn, der Gründer von Ratanovus, im Kreitanischen Bürgerkrieg durchführte. Ich empfehle dringend, dass ihr das meistert, ehe ihr euch mit einem von diesen Jade-Brutalos auf irgendeine Zerschmettergeschichte einlasst. Viel Glück, Tiny Ende. Okay. Was der Pakt mit seinen Feinden macht. Ich fürchte, dass wir eine okay, scheint's, hat man es gerade mitbekommen. Wir hätten jetzt erst Events machen müssen, um das Scheins zu trainieren, aber wir dürfen jetzt schon Reis zum Grund des Kraters. Also wir dürfen schon weitermachen. Okay, so wir müssen auf jeden Fall hier hin. Was? Okay. Dann schauen wir mal, wie wir zum Krater gelangen. Hier sind auf jeden Fall ein paar Champions auch unterwegs, ein paar Bestien. Also auf der Karte ist eigentlich immer gut was los. Und hier ist dieser Riesenkrater. Da haben wir auch schon eine Wegmarke. Ich würde sagen, die holen wir jetzt mal als erstes. Und da sind diese Blutsteinkristalle. Die kann man abbauen. Können wir ja gleich mal kurz testen. Aufgeladen. Das sind dann immer diese komischen kleinen Blutstein-Elementarschläger. Die muss man erst kaputti machen. Die Wut ist mein. Aufgeladen. Ju. Okay, und sie explodieren. Und die geben flüchtige Magie durch mein Werkzeug, geben Blutsteinstaub und entfesselte Magie geben sie. Und ein Blutsteinrubin bekommt man da, wenn man die abbaut. So, dann, wo war unser... Okay, wir müssen noch weiter runter. Noch weiter runter, noch weiter runter. Genau, und diese Kugeln, die kann man alle sammeln. Das gibt dann nochmal hier entfesselte Magie. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Hier irgendwo hin. Auf die Ebene? Oder noch einen Ticken runter? Ah ne, wir müssen hier rein. Genau, da hinten ist so ein... So ein... Lading irgendwie. Ne, jetzt sind wir schon wieder in die falsche Richtung. Hier müssen wir hin.
Hier wäre irgendwo noch ein Weg, Mark. Hier ist unsere. Hier ist unser Punkt. Zack. Schauen wir uns das mal an. Okay. Reis zum Grund des Kraters. Zu sein, die in diese Richtung führen. Spür das Brennen! Aufgeladen! Okay, wir müssen aber in die Richtung weiter. Sieht aus, als wäre da also eine riesige Bestie langgezogen worden. Aber wir können gleiten, das ist schon mal cool. Okay. Ich habe so eine Ahnung, was wir vielleicht machen müssen. Aber wir lassen uns mal über... das war knapp, beinahe wäre ich runtergeflogen. Nein! Okay, wir sind auf jeden Fall drinnen. Wer ist da? Ich bin's, Commander. Okay. Bennett sagt, er habe euch gesehen. Versuche herauszufinden, wieso sich die Explosion umgekehrt hat. Und das führte mich hierher. Seht euch diese Spuren an. Könnten die durch eine Magieflut entstanden sein? Kann sein. Glaubt ihr, etwas oder jemand steckte dahinter? Oder war es eine Naturkatastrophe? Das dürfte wohl kaum eine Naturkatastrophe gewesen sein. Ihr habt doch gesehen, was passiert ist, oder? Ich habe in letzter Zeit gelernt, dass auf meine Sinne nicht immer Verlass ist. Manchmal sind sie Verräter. Dieses Podest scheint der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen zu sein. Sehen wir uns mal um und... Ein Beben. Beim Schnabel des Raben. Okay. Habt ihr das gesehen? Diese Blutsteinexplosion hat anscheinend eine Art magisches Echo ausgelöst. Ich konnte nicht genau erkennen, was da geschah. Lasst uns noch mehr Blutstein sammeln und schauen, ob wir das Ganze wiederholen, ein klareres Bild kriegen können. Mhm. Das könnte uns vielleicht erklären, warum die Explosion sich umgekehrt hat. Okay, also wir müssen jetzt Sachen suchen. Und wir müssen einmal unten drunter. Und von dem dürfen wir nicht getroffen werden. Lay in fundierte Waffen. Ja. Seid ihr da sicher? Weil die nämlich glühen. Das stimmt auch wieder. Aber hier ist was. Oh. 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 Spürt das mal. Okay. Macht gibt mir recht. Spürt das brennen. Abkühlung. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Die fehlt noch. Das war unerwartet. Ja, kann man so sagen. Jetzt mal nicht. Ich hab's euch doch gesagt. Die Cave. So, okay, was müssen wir machen? Wir müssen in diese Richtung weiter. Auch ein paar Blutsteinstücke neben dieser Treppe. Schätze, so würde jemand hier herunterkommen, um, naja, zu tun, was immer unser Test enthüllt. Ja. Ich schätze, ich wollte wirklich, es wäre eine Naturkatastrophe gewesen. Wollte gar nicht darüber nachdenken, dass jemand mit so viel Energie rumspielt. Das stimmt. Ich glaube, da hinten, oder? Kate, hier drüben. Ja, hier ist was. Spür das Brennen! Bei allen Winden! Was hattet ihr im Hain zu tun? Ich habe den blassen Baum besucht. Wie geht es ihr nach Mordremos Tod? Angeschlagen. Na klar, das dauert, bis sie sich erholt hat. Noch nicht in der Lage, mir den erhofften Rat zu geben. Tut mir leid, das zu hören. Ist zurück zur eigentlichen Aufgabe. Mhm. Ah, da ist was. Diese Explosionen haben noch mehr Blutsteine freigelegt. Ja, und hier ist eine Kiste. Dieses Stück Papier scheint von der Zerstörung fast verschont geblieben zu sein. Es sieht aus, als hätte jemand sich während einer Unterhaltung Notizen gemacht oder eine kodierte Nachricht entschlüsselt. Versuch Nummer 33. Völliger Misserfolg. Es kam der Befehl herein, dass die Produktion verstärkt werden soll. Es haben bald Ergebnisse vorzuliegen. Sonst was? Sonst setzt es was.
Das Rumoren des Widerspruchs ist inakzeptabel für Forschungsfortschritte. In zwei Richtungen gezerrt zu werden, ich will die Sache durchziehen und nicht auf diesen neuen, zwielichtigen Einfluss hinter den Vorhangen hören. Okay. Von dem bekommen dieser Justiziar überhaupt seine Befehle. Meine Loyalität wird hier zur Verantwortung. Vielleicht sollte ich fliehen, ehe es kein Entrinnen mehr vor dem Riss gibt. Oh, vor dem Riss. Ich hasse es, meine Brüder und Schwestern vom weißen Mantel zu verlassen, aber ich werde niemandem folgen, der sich nicht zu erkennen gibt und trotzdem mit Drohungen um sich wirft. Ein Zettel hat wohl in dieser Truhe die Zeit überdauert. Was steht drauf? Es war tatsächlich der weiße Mantel. Anscheinend haben die schon längere Zeit mit dem Blutstein herumgespielt. Aber es lässt auch auf eine Spaltung ihrer Gruppe schließen und einen spaltenden Anführer. Sicher Caudecus. Delegatminister? Ich sollte wohl mal öfter wieder in Götterfels vorbeischauen. Bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. Den Namen kennen wir. Und hier haben wir wieder ein Blutstein-Ding. Jetzt müssen wir hier in diese Richtung weiter. Blutstein unter diesem Tisch. Oh, da ist was. Eine Anomalie. Ja, diese böse Leia-Anomalie. Ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir sie. Okay. Okay, wo müssen wir lang? Wir müssen dahinter. Okay. Hier ist noch mehr Blutstein. Schwer zu glauben, was da die ganze Zeit praktisch vor unserer Nase passiert ist. Das sieht nicht gut aus. Spür das Brennen! Bei allem Wind! Aufgeladen! Stein und Bein! Aufgeladen! Erst Inferno! Oh, jetzt sind wir geflogen. Haben wir ihn? Ja, mega. Okay, da haben wir wieder was zum Sammeln. Oh. 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 Überfall! Zurück! Zurück! Commander, bevor wir weiter ins Detail gehen, ich möchte die Luft zwischen uns reinigen. Okay. Was hatte ich auch anderes erwartet? Euer Zeitgefühl war schon immer perfekt. Seht ihr? Deshalb muss ich jetzt sprechen. Ich weiß, ihr seid mir noch böse. Und ihr habt jedes Recht dazu. Ich kann nichts ungeschehen machen, aber ich kann euch sagen, dass es falsch war, was ich getan habe. Und dass es mir leid tut. Meine wilde Jagd. Und dann Mordremos Stimme. Sie kämpften miteinander. Und manchmal wusste ich nicht mehr, was war. Ich war sehr verwirrt. Und mir war, als könnte ich niemandem trauen, außer mir selbst. Genau da hättet ihr euch auf eure Freunde stützen sollen. Versteht ihr denn nicht? Ich wusste nicht, wer meine Freunde waren. Feinde, Freunde, selbst Fraulein. Alles erschien grau. Ich wünschte, ich hätte euch vertraut. Aber ich tat es nicht. Und jetzt ist es zu spät. Ich kann nur hoffen, dass ihr mir künftig irgendwann verzeiht. Cave. Ihr müsst jetzt nichts sagen. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Eure Entscheidung gut bedenkt. Na schön, dann sehen wir mal, ob unser kleines Experiment klappt. Genau. Platziert die instabilen Blutsteinscherben auf dem Podest in der Mitte. Okay, dann nehmen wir den Aufwind. So. Ich setze ihre Magie frei. Jo. Und dann? Dann drücken wir die Daumen, dass wir das magische Echo auslösen, ohne dass es uns dabei in Stücke reißt. Au, 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 au. Krass. Wow. Was war das? Was ist passiert? Wo ihr gestanden habt, da war nur ein gleißendes Licht, das Magie verschlang. Okay. Hinter dem Licht waren Leute, die hatten weniger Glück. Diese Silhouetten,
Sie müssen bei der Explosion verdampft sein. Ah, da. Wer hat denn so etwas mit Absicht getan? Jemand, der gerade den Löwenanteil der Magie eines ganzen Blutsteins aufgesaugt hat. Krass. Könnte Caudegus gewesen sein. Ich muss Karnach suchen und ihn warnen, falls er noch lebt. Okay, jetzt haben wir da hinten. Sprecht mit dem Soldat der glänzenden Klinge. Klingt, als sei jemand auf der Suche nach euch. Hallo, da sind wir. Kommandeur, Karnach hat uns befohlen, euch zu suchen. Minister Caudecus ist in der Gegend. Oh. Er lebt. Ich muss ihm erzählen, was wir gerade mit angesehen haben. Zeigt mir, wo ich hin muss. Kaith? Wisst ihr was? Ich denke, ich werde einen Moment bleiben. Mich ein wenig mehr umsehen. Seid ihr sicher? Wird es gehen? Schon gut, Commander. Wisst ihr nicht mehr? Ich bin ein Schatten. Das stimmt auch wiederum. Da hat's recht. Okay, haben wir auch abgeschlossen. Spannend, spannend, wie das hier vorangeht. Caudeus muss hier irgendwo sein. Ich hege den Verdacht, dass er an der Blutstein-Explosion schuld ist. Ich muss Karnach warnen und den Minister zur Rechenschaft ziehen. Reist zum Kolossorium des Weißen Mantels. Okay, viel erlebt haben wir wieder hier. Oh, wer greift mich denn jetzt schon wieder an? Ey, in Ruhe. Na gut, ich bin perfekt rausgekommen. Mitten beim Bösen. Okay, dann machen wir es anders. Wir gucken jetzt mal, ob wir die Wegmarke vielleicht finden. Geht die nach oben oder nach unten, diese Leylinie? Egal, wir bleiben jetzt mal kurz hier stehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir dieser Part soweit gefallen hat. Freue mich natürlich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dann werden wir die Karte erkunden. Wir haben schon 35%, wir haben jetzt durch diese Story eine weitere Wegmarke bekommen. Und erkunden die Karte dann und mal gucken, wie viel Zeit dann vergangen ist. Wir werden das wieder mit Plüschert machen und werden dann mal schauen, ob wir da noch ein bisschen Story mit reinnehmen. Aber ich denke, da die Karte so klein ist, wird das vielleicht 10, 15 Minuten nur mit beanspruchen. Und dann werden wir noch ein bisschen Geschichte machen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.